Ein bisschen Mikrofon. Pretty hard to forget. Pretty hard to forget. Okay. I said that in Mental Body Sale. I don't know. Did she see it? Yeah, I didn't see it. She just came and said hello. Okay, no problem. If there was some question from the audience, just to approach with Mike. I've done work in AI, and we do work in AI. And plus, I'm sure. When I was not a kid, If it's not a good fit, I'm okay. It's really for. Oh no, it's super. I thought he was. I thought Mina was going to be on it. Super. Well, he said he's unable to. Yeah. Okay. Yeah. He's super. Giving it to me. Yeah. Father Augusto. But. Are you ladies? I'm noticing that. Are you taking confessions? No. We are just discussing the outcome of what we want. So probably it's not important. Yeah. So they can just go there. Yeah. Part of the job. Just for you all to know, the first question that will come up to you, and we said that everyone should have a tweet at the beginning, once we turn to you, is how do you define the responsible AI? So it should be sort of a tweet. Responsible AI. Quick answer. You don't have to bring a definition. You can say there is no definition or whatever you want. Now, okay, let's see whether we have someone over there. And you can even invite them occasionally. 1, 2, 3, 1, 2. Can I talk? Oh, yes, I can talk to you. Hello, guten Morgen, wie geht es dir? Buenos dias, ¿cómo están? Bonjour. And thank you for waking up so early to come up for this crazy session. Yeah. I'm sure it will be. My name is Holle Cavalli. Ich komme aus Argentinien und das ist Vladimir Radunovic. Er kommt aus Serbien. Sie kennen Vladi. Er kommt von der Deep Low Stiftung.
Ich bin akademische Leiterin von der South School of Internet Governance. Ich freue mich, dass Sie hier sind heute Morgen. Wir wollen eine interaktive, interessante Sitzung haben mit unseren Experten, unseren Podiumsteilnehmern und auch mit Ihnen. Das Thema, über das wir heute sprechen werden, ist die Anwendung von Menschenrechten und Ethik für eine verantwortungsvolle Daten-Governance und KI. Es gab im Jahr 2018 beim IGF eine ähnliche Sitzung in Paris in dem schönen UNESCO-Gebäude. In dieser Sitzung soll es darum gehen, die letzte fortzuführen, also Diskussion fortzusetzen. Wir haben nur 2 Stunden. Wir haben 8 Experten hier auf der Bühne. Wir wollen einige Fragen durchgehen, die wir vorbereitet haben, also für die Panelisten und auch für Sie im Publikum. In 2 Stunden haben wir vielleicht dann noch mehr Fragen und Ideen, die Sie mit nach Hause nehmen können und innerhalb Ihrer eigenen Stakeholder-Gruppe oder Ihren Regierungen besprechen können. Wenn es dazu kommt, Ende der Sitzung, dann werden wir sehr glücklich sein. Ein paar Kommentare zu dieser Sitzung, also die Anwendung der Menschenrechte und Ethik bei künstlicher Intelligenz. Wir wissen, dass KI beitragen kann, um einige der großen Herausforderungen anzugehen, aber es kann auch zu Ungleichheit und Problemen führen kann, wie alle Technologien, die wir nutzen seit Beginn der Menschheit. Alles kann für das Gute oder für das Schlechte eingesetzt werden. Die KI kann unser Leben vielleicht einfacher machen, aber auch zu Diskriminierung und Vorurteilen führen. Wir kennen einige Beispiele dazu. Wie nutzen wir KI auf eine vertrauensvolle Weise heute? Das ist, was wir diskutieren wollen. Wie können wir sicherstellen, dass die Daten, die von der KI genutzt wird, zuverlässig ist, vollständig, sodass es nicht zu Diskriminierung kommt? Die Datennutzung ist auch eines der großen Themen des IGFs hier in Berlin. Wie kann man sicherstellen, dass es keine Verletzung der Privatsphäre und des Datenschutzes gibt, wenn große Mengen an Daten verarbeitet werden? Das ist nämlich ja die Grundlage von KI. Wie können wir sicherstellen, dass es Transparenz gibt und Verantwortung bei der Nutzung der Algorithmen bei der KI? Wo stehen wir jetzt? Wo geht es hin? Menschenrechte und ethische Rahmenwerke, wie hängen die zusammen? Wie werden die eingesetzt für die Entwicklung von KI? Wir haben gesehen, dass es einige ethische Rahmenwerke gibt, die wurden von verschiedenen Organisationen entwickelt, zum Beispiel der EU, der ITU, der OECD und der IEEE. Wie hängen die aber zusammen mit den Entwicklungen, die es heutzutage gibt bei der KI? Möchten Sie da sofort etwas zu sagen? Ich denke, wir können unsere Gäste vorstellen. Wir haben das Publikum und wir haben ein Expertenpodium. Wir möchten Sie kurz vorstellen. Wir haben Frau Lisa Dyer. Sie ist die Direktorin für politische Angelegenheiten bei der Partnerschaft für KI. Wir haben Frau Carolyn Nguyen. Sie arbeitet bei Microsoft. Wir haben Sarah Kinnan. Willkommen. Sie ist eine Technologiespezialistin und arbeitet an der Universität von Dundee. Referent August Dundee, er ist der Leiter für Entwicklung und Glauben im Vatikan. Also willkommen, Augusto. Herr Mr. Nima Hanna ist der Vorsitzende bei der IEEE für KI. Willkommen, Mina. Frau Peggy Hicks, sie ist die Leiterin bei der UN-Organisation für Menschenrechte und Frau Yuichi Ida kommt aus dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von Japan. Willkommen. Ich glaube, das wird eine gute Diskussion werden. Auch haben wir noch einen weiteren Gast hier. Wir wollen die Neugier hochhalten. Schauen wir nochmal zurück ins letzte Jahr nach Paris und zur letzten Diskussion. Es gab einige interessante Ergebnisse damals. Ein paar Denkanstöße, die aus der Diskussion resultierten.
Wir haben gesagt, dass der Code die Menschen reflektiert, die eben den Code programmieren und dass sich die Ethik mit der Zeit verändert und die Ethik auch unterschiedlich ist in verschiedenen geografischen Regionen und dass die Ethik in verschiedenen Regionen eben unterschiedlich ist. Gibt es also so eine globale Ethik überhaupt? Die nächste Frage war, wenn man einen Satz von Prinzipien hätte für Ethik überall in der Welt, könnte es dann auch globale Leitsätze geben für die Nutzung von KI? Und dann eine Berufsethik ist auch nötig. Und es gab da Referenzen also zu Ärzten zum Beispiel, die einen Eid ablegen müssen. Und die Frage ist, ob eben Ingenieure und auch die Technikgemeinschaft ebenfalls einen Ethikkodex haben sollte. Eines der Prinzipien vom letzten Jahr, das erwähnt wurde, war, dass wir auch Fairness brauchen. Das ist ein wichtiger Ansatz für die Nutzung von KI. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die KI alle Menschen gleich behandeln sollte. Wie gehen wir damit um? Ist das überhaupt möglich? Und dann, wie interpretiert man die Ergebnisse von den Algorithmen? Können wir die Ergebnisse überhaupt gut interpretieren? Wie können wir erklären, wie die KI zu bestimmten Ergebnissen gelangt ist und zu bestimmten Lösungen? Gibt es auch eine menschliche Verantwortlichkeit für die Entscheidung, die die KI trifft? Das ist eine Diskussion, die wir bereits begonnen haben, als es das erste intelligente Auto gab, das den ersten Menschen umgebracht hat. Sind unsere Regeln aktuell ausreichend oder sind sie zu langsam gegenüber der technologischen Entwicklung? Brauchen wir eine Ethik? Brauchen wir Prinzipien, einen anderen Ansatz, der mit den Gesetzen zusammenwirkt? Oder sollten wir den gesamten Ansatz, den wir bei der Gesetzgebung nutzen, nochmal komplett überdenken und statt auf den Gesetzen aufzubauen, es gibt ja noch andere Prinzipien, zum Beispiel die UN-Erklärung für Menschenrechte, sollte das auch als Instrument verwendet werden für eine verantwortungsvolle KI. Ich möchte jetzt vielleicht zum Ende kommen, denn wir wollen jetzt die verschiedenen Initiativen noch einmal nennen. Ja, wie ich eben gesagt habe, es gibt verschiedene Initiativen für die Überprüfung der Ethik im Rahmen der KI. Ich möchte hier eine Grafik zeigen. Wir haben drei Aspekte, menschenzentriert, verantwortungsvoll und Mechanismen. Hier menschenzentriert, da haben wir die Gesetzmäßigkeit der Regeln, wir haben Respekt für die Menschenwürde, faire KI, Sicherheit, Menschen machen jetzt hier Fotos, aber ich glaube, wir können das später teilen. Die KI sollte den Menschen dienen, auch der Gesellschaft und der Erde. Sie sollte die Menschenrechte und die Freiheit einhalten. Sie sollte auch ethisch sein und der Gesellschaft dienen. Die verschiedenen Initiativen haben Gemeinsamkeiten. Es gibt also gemeinsame Punkte. Das sieht man hier auch in der Grafik. Aber alles bezieht sich hier auf die Menschen. Jetzt zur nächsten Kategorie, verantwortungsvolle KI. Es sollte Verantwortung geben und Rechenschaftspflicht bei der Entwicklung der KI. Es sollte Transparenz geben. Die KI sollte eine Lösung sein und kein Problem für die menschliche Gesellschaft. Und sie sollte auch einfach zu verstehen sein, erklärbar, damit alle die Vorteile von ihr nutzen können. Jetzt zu den Mechanismen. Welche Mechanismen gibt es für die Entwicklung von KI? Also es geht um die Vorbereitung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sollten ausgebildet werden. Die Menschen müssen die Kontrolle über die KI behalten und eben nicht andersrum, also die KI sollte nicht die Menschen kontrollieren, wie wir es in vielen Filmen schon gesehen haben. Wir müssen die Entwicklung regulieren und auch die Nutzung von KI. Also die Frage ist, wie viel Regulierung brauchen wir? Wie entwickeln wir diese Regulierung? Wir brauchen auch einen
Dialog, einen interdisziplinären Dialog zur KI. Auch hier ist wieder der Multi-Stakeholder-Ansatz wichtig, um alle Aspekte der Entwicklung der KI diskutieren zu können. Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Initiativen ist ebenfalls wichtig. Es muss hier eben auch ein Zusammenspiel der Initiativen geben. Sie sollten nicht völlig voneinander getrennt agieren. Dann ein Fokus auf die Privatsphäre, Datenschutz, ganz besonders in Bezug auf die Daten, die gesammelt werden. Und eben auch, man muss auch eben das Bewusstsein stärken, dass es die KI gibt und auch eben auch innerhalb der technischen Gemeinschaft und so weiter. Und die KI sollte eben der Gesellschaft dienen. So, das war jetzt ein Überblick über die Initiativen, die mit Ethik und KI zu tun haben. Und das sind eben die Hauptkategorien, die Hauptpunkte, auf die sie sich alle beziehen. Wir wollten sie also einmal kurz zusammenfassen, bevor wir jetzt zu unseren drei wichtigsten Fragen kommen. Ja, soll ich sie kurz vorlesen? Ja. Also wir haben über Folgendes nachgedacht. Also drei Hauptfragen, die unsere Experten beantworten sollen und auch Sie als Publikum. Wir gehen sie durch. Wir haben etwa eine halbe Stunde für jede Frage und danach haben wir noch Zeit für Interaktion. Die erste Frage ist, das ist eine sehr schwierige Frage für jemanden, der Spanisch als Muttersprache hat. Was ist eine verantwortungsvolle KI, ganz besonders in Bezug auf die Datengovernance? Denn das ist ja eines der wichtigsten Themen dieses IGFs hier in Berlin. Zur zweiten Frage, was ist die Rolle der Menschenrechte und rechtlicher Instrumente, um eine vertrauensvolle Datengovernance und KI möglich zu machen? Gibt es da vielleicht Lektionen, die wir ziehen können aus verschiedenen Rahmenwerken? Und was sind die Hauptthemen bei der Entwicklung von KI in verschiedenen Organisationen und Institutionen? Und zur dritten Frage, wie kann man ethische Rahmenwerke auch in KI-Systeme einbinden, um so die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen? Wie können verschiedene Interessengruppen zusammenarbeiten, um die besten Ergebnisse für uns alle zu erzielen? Wir gehen jetzt nochmal zur ersten Frage. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, was hier die Regeln sind, also wie wir hier vorgehen. Also ich denke, Jazz ist auf jeden Fall ein gutes Instrument, um sich zu entspannen. Also wir wollen auch Ihre Unterstützung hier. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie Sie sich einschalten können. Wir haben Mikrofone. Sie können auch die Mikrofone vorne am Tisch nutzen, wenn Sie in der ersten Reihe sitzen. Sie können Ihre Kommentare einbringen und bitte unterbrechen Sie uns. Gestern gab es eine Vorbereitungssitzung mit unseren Experten und diese Sitzung hat 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Ich denke, wir können also noch sehr viel länger hier sitzen. Also bitte unterbrechen Sie uns. Was wir also von Ihnen wollen, ist sich mal einmal anzuschauen, wie groß die Verantwortung ist der Akteure im Bereich verantwortungsvolle KI. Also es ist eine geteilte Verantwortung natürlich, aber wie viel Verantwortung liegt wo, bei welchen Interessengruppen? Also Sie können Ihre intelligenten Geräte benutzen, um dieses Netz zu verschieben. Nutzen Sie den Code, loggen Sie sich ein. Also gehen Sie auf www.menti.com, nutzen diesen Code dort oben und dann können Sie hier diese Grafik beeinflussen. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Und während Sie das tun, möchte ich zur ersten Frage kommen. Also die erste Frage war, was ist eine vertrauensvolle, also es ist auch für mich sehr schwierig, was ist eine vertrauensvolle und verantwortungsvolle KI, ganz besonders in Bezug auf die Datengovernance? Wir versuchen hier zu entschlüsseln, über was wir eigentlich sprechen. Und es geht los mit einem Tweet. Und wie definieren Sie eine verantwortungsvolle KI? Wir beginnen nicht mit unserem besonderen Gast, sondern von der anderen Seite. Ich glaube, es ist an. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Für mich ist die verantwortungsvolle KI eine KI, die so angelegt ist, dass sie sich auf die Menschen fokussiert. Wir haben die Diskussion zu KI-Entwicklung
begonnen, und zwar vor 3 Jahren. Und zwar in den internationalen Foren. Sie alle wissen, dass es Diskussionen gab innerhalb der OECD und der G20. Und wir haben uns gerade diese Grafik angeschaut. Die Regierungen sind übereingekommen, also sie haben KI-Prinzipien angenommen. Und da ist Sicherheit dabei, Menschenzentriertheit und Transparenz, Robustheit und Rechenschaftspflicht. Das sind die Grundlagen einer verantwortungsvollen oder vertrauensvollen KI. Und ich glaube, dass wir mehr oder weniger hier übereinstimmen und es mehr oder weniger ein gemeinsames Verständnis gibt. Für mich ist eine verantwortungsvolle KI eine KI, die eben diese Grundsätze umsetzt. Und wir diskutieren jetzt, wie man diese vielen Prinzipien umsetzen kann. Ja, das ist also die Diskussion, wie man das umsetzen kann. Aber ich denke, das hat noch einmal die grundlegenden Prinzipien aufgezeigt und auch die Menschenzentriertheit. Falle. Ja, ich möchte noch mal zur Definition von vertrauensvoll aus dem englischen Wörterbuch. Das ist etwas, das ehrlich ist und wahr. Und das sind für mich sehr wichtig bei der KI. Also ist sie wahr, ist sie ehrlich. Die KI nutzt sehr viele Daten. Also Daten werden gesammelt, sie werden analysiert und wir müssen sicherstellen, dass diese Prinzipien eingehalten werden. Die Europäische Kommission hat auch eine Definition einer vertrauensvollen KI. Da geht es um die Rechtmäßigkeit, um Ethik und um Prinzipien, die eingehalten werden müssen. Also auch technische Robustheit ist wichtig. Und zwar auch, es geht auch um die gesellschaftliche Komponente hier. Also eben diese Wahrheitlichkeit, diese Ehrlichkeit, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Vielen Dank, das gefällt mir. Ich glaube, das Mikrofon geht automatisch an, sonst nehmen Sie das andere. Vielen Dank. Für mich ist die verantwortungsvolle KI eine KI, die zwei Konzepte zusammenbringt. Also künstliche Intelligenz, also künstlich, da geht es um die technologische Komponente und Intelligenz, da geht es mehr um die menschliche, anthropologische Komponente. Aber Algorithmen, da geht es um das Lernen und wie man Entscheidungen trifft. Und wir Menschen, wir treffen Entscheidungen nicht nur künstlich oder technisch, sondern eben in einem menschlichen Kontext. Für mich ist eine verantwortungsvolle KI, also eine KI, die technischen Themen entwickelt, und zwar zusammen auch mit den menschlichen Aspekten, also die beide Seiten zusammenbringt. Wir sind ja gesellschaftliche Wesen. Eine nicht verantwortungsvolle KI ist eben eine KI, die sich nur auf die technische Seite konzentriert, also auf die Verbesserung der Fähigkeiten der Technologie. Und da werden dann eben die grundlegenden menschlichen, nicht nur Werte, sondern auch der menschliche Kontext komplett ausgelassen, zum Beispiel gemeinsame Ziele oder wie wir zusammenarbeiten, wie wir unsere Konflikte gemeinsam lösen, wie wir unsere Krankheiten heilen, also gesundheitliche Aspekte. Also wenn man eben Menschen fragt, also ich bin ja ein Priester, wenn ich die Menschen frage, wofür beten sie? Und das Erste, was sie sagen, ist Gesundheit. Ja, die KI beeinflusst, wie wir Krankheiten heilen. Und Konflikte sind auch ein wichtiges Thema. Die KI ist eben auch ein Mittel, um Konflikte zu lösen. Also eine verantwortungsvolle KI ist eine KI, die eben die Intelligenz und die künstliche Seite zusammenbringt und eben von einer Regierungsperspektive aus, das ist eine KI, die Entwicklern hilft und Unternehmen und Nutzern eben diesen Weg einzuschlagen. Vielen Dank, das ist eine sehr interessante Ansicht, was eine nicht verantwortungsvolle KI ist. Weiter geht es? Ja, es funktioniert. Ich möchte jetzt ein bisschen den philosophischen Weg einschlagen.
DI, EEE. Also natürlich bin ich ein Vertreter der technischen Gemeinschaft. Aber trotzdem möchte ich jetzt einmal philosophisch werden. Wenn Sie versuchen zu definieren, was verantwortungsvoll ist, und gestern habe ich gesagt, man muss sich dann erstmal anschauen, was nicht verantwortungsvoll ist, und dann eben sagen, dass eben das Gegenteil davon das Ergebnis ist, das man haben will. Also bei Fairness muss man definieren, was nicht fair ist. Und man muss dann sagen, ja, ich kann sehen, dass eben das Gegenteil davon, also der Kontrast davon, eben die, das ist, was fair ist. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich denke, nicht verantwortungsvoll und eben bei der Definition und der Diskussion der Definition von KI geht es eben auch darum, sich die menschliche Seite anzuschauen. Und ich denke, also da geht es auch um moralisches Outsourcing. Also wenn es Entscheidungen gibt, die einen Schaden anrichten können gegenüber einer Partei, denn weil es eben ein Ergebnis ist eines automatischen Entscheidungsprozesses, dann muss man sagen, dass die Verantwortung nicht bei denen liegt, die dieses Instrument entwickelt haben und den Algorithmus entwickelt haben, sondern die Verantwortung, also das Argument ist eben, dass man die Verantwortung abschiebt, wenn man einen Algorithmus entwickelt hat. Und das, finde ich, ist nicht fair. Und die Diskussion geht eben darum, also wenn es darum geht, wie wir Gesetze machen, wie wir ethische Prinzipien definieren, dann ist wichtig zu wissen, dass die KI nur ein Artefakt ist, also etwas, das wir selbst schaffen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die KI mehr ist als das, und da geht es eben um diese Debatte um die Verantwortung, um Roboter und so weiter. Also die KI hat nicht die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Menschen. Sie denkt nicht wie Menschen. Das ist sehr wichtig. Und man sollte also definieren, was verantwortungsvoll ist. Und es ist unsere Verantwortung, wenn wir mit KI arbeiten. Also vielen Dank, dass Sie jetzt da philosophisch drauf eingegangen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet verantwortungsvolle KI verantwortungsvolle Menschen. Wir haben die Artefakte auch hier, aber da werden wir später auch noch drauf zurückkommen. Liz, guten Morgen. Ich möchte ebenfalls ein bisschen philosophisch darauf eingehen. Ich denke, dass alle Akteure, die wir gesehen haben auf der Grafik, Mitgefühl mit einbeziehen sollten. Also Mitgefühl für die Menschen, die von KI negativ beeinflusst werden, die vielleicht ihre Arbeit verlieren und die vielleicht nicht am Tisch sitzen, um an dieser Diskussion teilzunehmen, und Mitgefühl für diejenigen haben, die Vorurteilen ausgesetzt sind aufgrund von automatischen Entscheidungen. Und deswegen möchte ich sagen, dass Empathie und Mitgefühl sehr wichtig ist für eine verantwortungsvolle KI. Also vielen Dank für diesen Tweet. Und ich wollte auch sagen, dass nicht alle nutzen Twitter, wollte ich sagen. Ich möchte mich an die Regeln halten und sagen, für mich bedeutet verantwortungsvolle KI eine KI, die meine Großmutter versteht, die mein Lehrer erklären kann und wo ich keine Angst habe, dass es auch auf meine Kinder angewendet wird. Sie muss transparent sein, verständlich und muss eben auch verantwortungsvoll sein. Vielen Dank. Guter Tweet. Vielen Dank. Also was kann ich noch sagen, was noch nicht gesagt wurde? Für mich bedeutet eine verantwortungsvolle KI etwas sehr Einfaches. Es geht darum, Technologie einzusetzen, die menschenzentriert ist, die so entwickelt wird, dass sie die Fähigkeiten der Menschen verbessert und nicht ersetzt. Es ist sehr interessant, dass das Wort künstlich eben den Fokus auf die falsche Komponente legt, dass man es immer vergleicht mit dem, was die Menschen können. Wir glauben, dass eben KI eine Rechenintelligenz ist und dass Menschen dahinter stecken. Aber wie kann man eben sicherstellen, dass die Vorteile dieser Technologie gut eingesetzt werden können? Wir haben ein Zentrum für vertrauensvolle Rechenleistung Anfang der 2000er Jahre aufgebaut. Wir haben gesagt, warum vertrauensvoll? Denn wir haben gesagt, es ist wichtig, Technologie einzusetzen, die Menschen vertrauen können. Wir müssen eben zeigen, was die Eigenschaften von Technologie ist und welche eben
Rechenintelligenz diese Technologie hat. Und ich denke, dass, was noch nicht so sehr behandelt wurde, ist eben, wie man KI fürs Gute einsetzen kann. Es gibt sehr viele Diskussionen da draußen über negative Anwendungsfälle von KI. Und wir wollen eben KI fürs Gute einsetzen, zum Beispiel, um auch das Thema Entwicklung voranzubringen, um auch eben Barrierefreiheit zu verbessern und auch Menschenrechtsthemen anzugehen und wie man KI Teil der Lösung sein kann. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die da draußen noch nicht so sehr geführt wird. Also eben Rechenschaftspflicht und Vertrauen, das ist wichtig. Eine vertrauensvolle KI ist eben eine KI, die wir vielleicht gerne in unserer Familie haben wollen, also in einer Familie, also in einem vertrauensvollen Umfeld sozusagen. Gibt es auch einiges, was Sie dazu sagen möchten? Ja, ich habe einige Notizen gemacht, während die Panelisten redeten, und ich habe einige Worte aufgegriffen: Ehrlichkeit, Inklusion, Fairness, Mitgefühl, Empathie, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Vertrauen. Also kein einziges Mal wurde Technologie genannt. Es geht darum, wie die Menschen mit der Technologie umgehen. Und ich denke, das ist ganz interessant zu sehen, dass das, was wir versuchen herauszufinden, ist, wie wir die Technologie wirklich zum Nutzen der Menschen einsetzen können und für die Gesellschaft. Wir sollten uns also ansehen, wie sich diese Technologie entwickelt, wie wir sie wirklich nutzen können, um Gutes zu bewirken. Sollten wir vielleicht schauen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt? Ja, das wäre auch interessant, einmal zu sehen, was das Publikum denkt. Also wie definieren Sie KI? Ich habe vergessen, am Anfang zu sagen, dass wir natürlich auch Teilnehmer haben, die aus der Ferne zugeschaltet werden. Und June ist hier, um uns da zu helfen. Gibt es da ein paar Reflexionen? The mic and the Nehmen Sie das Mikrofon, stellen Sie sich kurz vor, so dass das dann auch von den Untertitlern aufgegriffen werden kann. Guten Morgen, vielen Dank. Mein Name ist Deborah, ich komme aus Italien und ich bilde Menschen zum Thema Menschenrechte aus. Ich bin jetzt hier beim IGF, ich bin aber auch Mitglied des Jugendrates des Europarates, und mich hat sehr überrascht, dass Sie bei den Definitionen sich sehr auf Definitionen, keine Definitionen gegeben haben von vertrauenswürdig und anderen Dingen. Also Sie haben nicht definiert, was Menschenrechte sind. Und wir stellen fest, dass wir in dieser Art Umgebung ganz oft hören, ja, wir müssen die Menschenrechte wahren. Aber wir haben dabei irgendwie vergessen, dass die Menschenrechte universal sind. Wie gesagt, es ist so, dass die Menschenrechte voneinander abhängig sind und miteinander zusammenhängen. Und es kann manchmal sein, dass sie dann letztendlich in den Hintergrund geraten in all diesen Diskussionen über Technik. Und wenn man über künstliche Intelligenz spricht, dann ist das ja etwas, was menschengemacht ist. Und künstliche Intelligenz ist also etwas, wozu man Menschen ausbilden kann, und wir nutzen Daten dafür. Und wenn wir jetzt also diese Ausbildung über KI machen, warum kann man dann nicht die Menschenrechtsprinzipien auch mitvermitteln, wenn man ohnehin die Menschen ausbildet zum Thema KI? Wenn es dann zum Thema Verantwortung kommt, dann ist es so, dass die Europäische Kommission das LEGGE-Projekt hat. Das ist ein Aufruf an junge technische Experten und generell Experten, Projekte vorzulegen, die dabei helfen werden, ein nachhaltiges Internet aufzubauen. Aber ich glaube, es sind nur 32 Beteiligte oder so dabei. Und warum kann man nicht diejenigen, die wirklich technische Macht haben, zur Rechenschaft ziehen? Warum kann man sie nicht dazu verpflichten, diese Art von Initiative finanziell zu fördern? Denn es scheint manchmal so, dass diese Entscheidungen so schwierig sind, dass man vielleicht einfach Geld an die richtigen Experten geben muss, damit sie etwas machen können. Nun ja, so schwierig ist das ja gar nicht. Es ist auch gar nicht so philosophisch, und das ist etwas, was uns alle betrifft, in allen Lebensbereichen, und das ist auch etwas, was machbar wäre. So viel dazu. Ah, Sie haben jetzt hier etwas angesprochen, worüber gestern schon gesprochen wurde. Wir hatten natürlich gesagt, wir reden nicht über Finanzierung. Nein, das war nur ein Spaß. Natürlich werden wir über Finanzierung sprechen. Wir werden jetzt nicht 5 Stunden darüber sprechen, aber wir werden auf das Thema zurückkommen. Vielleicht möchten Sie kurz darauf reagieren, also die Menschenrechte und die Menschenrechte Prinzipien.
Das haben wir ja auch schon gestern gehört. Und im letzten Jahr ist etwas, das in die, das eingebaut werden muss. Also menschliche Verantwortung ist wichtig. Möchte jemand dazu etwas sagen? Vielen herzlichen Dank. Ich vertrete das UN-Menschenrechtsbüro und ich freue mich natürlich, dass dieser Punkt auch aus dem Publikum aufgegriffen wird. Wie wir eben schon gehört haben, ist es so, dass es ganz viele Debatten über Ethik und Menschenrechte gibt und ganz oft wird beides gegeneinander gestellt. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass jetzt hier die Kommentatorin absolut recht hat. Man muss die Menschenrechte in diese Diskussion einbinden, so wie man auch die Ethik insgesamt einbringt. Denn die Ethik lehrt uns, dass darüber, was wir tun sollten und was wir unterlassen sollten. Und die Menschenrechte sind universell, sie sind allgemein und wir brauchen dieses Menschenrechtsrahmenwerk für unsere ethischen Überlegungen. Und es gibt eine wunderbare Grafik, die wirklich den Zusammenhang darstellt zwischen den sehr vielen ethischen Debatten und Prinzipien, die sich bereits entwickelt haben zum Thema KI. Aber Tatsache ist, und das ist uns hier allen sehr bewusst, dass wir uns fragen müssen, wie wir all diese Prinzipien umsetzen können. Wie kann man dafür sorgen, dass sie wirklich in der Realität umgesetzt werden? Und da muss man jetzt dann tatsächlich über Rechtsetzung nachdenken. Und man muss darüber nachdenken, dass die Menschenrechte tatsächlich die Grundlage dieser Regulierungen darstellen muss, damit wirklich die ethischen Überlegungen auch tatsächlich umgesetzt werden in Echtzeit für echte Menschen in einer Weise, dass die Menschenrechte wirklich im Alltag geschützt werden. Wissen Sie, mir fällt jetzt auf, dass wir immer wieder zwischen den Beziehungen zwischen KI und Menschenrechten sprechen. Aber was ist mit wirtschaftlichen Aspekten, mit sozialen Aspekten? Ja, natürlich haben wir eine schöne Liste unserer Menschenrechtsideen, aber werden die wirklich in anderen Lebensbereichen so umgesetzt? Carolyn, vielleicht können Sie aus wirtschaftlicher Sicht, aus geschäftlicher Sicht darstellen, inwiefern die Prinzipien auch von der Wirtschaft und von der Geopolitik beeinflusst werden. Bitte, Yoichi. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Herzlichen Dank. Nun, aus Regierungsperspektive ist uns durchaus bewusst, dass man eine allgemeine Grundlage für ethisches Verhalten braucht und dass auch der Menschenrechtsaspekt integriert werden muss in die KI-Entwicklung. Oft stellen wir jedoch fest, dass diese Aspekte auch einhergehen mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen, die eben da eine Rolle spielen. Wenn man dann sich auf die sehr hohe Ebene begeht und auf die sehr hohen Standards im Bereich der Ethik, also die Menschenrechtsethik, dann kommen wir manchmal tatsächlich in einen Bereich, wo es möglich sein könnte, uns zu einigen auf Menschenrechtsstandards, also auf einer sehr abstrakten Ebene. Aber sobald man ins Detail geht, steht man vor dem Problem, dass man vor diesen kulturellen Differenzen steht, die dann eben auch zu unterschiedlichen Antworten aus verschiedenen Gesellschaften führen. Daher kann ich Ihnen jetzt keine Antwort geben, auch nicht dazu, wie man jetzt wirtschaftliche Investitionen ankurbeln kann, um ethisches Verhalten zu fördern. Aber aus unserer Sicht ist es so, dass es viele Schwierigkeiten gibt im Bereich Menschenrechte und ethische KI. Ich glaube, eine Perspektive auf dieses Thema ist, sich das Potenzial und die Vorteile anzusehen und diese in den Blick zu nehmen, die mit KI einhergehen könnten. Also man kann auf der einen Seite sicherstellen, dass jeder das nötige Wissen hat, um tatsächlich auch an diesem neuen Ökosystem teilzuhaben. Und wir haben sehr hart daran gearbeitet, zu studieren, wie man das umsetzen kann von der Grundschule an. Hier geht es natürlich um die MINT-Fächer,
also nicht nur um Mathematik, sondern generell um analytisches Denken. Und Lisa hat ja vorhin schon gesagt, man braucht auch Empathie und Problemlösung. Und diese Dinge greifen ineinander. Und das hat wieder mit dem menschlichen Aspekt zu tun, also mit der Umsetzung der Technologien. Also wir arbeiten in diesem Bereich sehr intensiv, auch für lebenslanges Lernen, um das auf die Beine zu stellen. Und dann gibt es den zweiten Aspekt. Wenn man sich jetzt darauf konzentriert, dass die Vorteile tatsächlich inklusiv zugänglich sind für alle, dann ist das auch ein ganz wichtiges Thema. Und da haben wir verschiedene Datensätze für Forscher zur Verfügung gestellt, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu geben. Wir arbeiten mit der OECD. Sie haben ein Menschenrechtsobservatorium und dazu gibt es verschiedene Daten. Also der Microsoft Academic Graph beispielsweise sieht sich Studien an, in denen Innovationen verbreitet, darüber, wie Innovationen verbreitet werden. Und dann auch dazu, wie wirtschaftliche Möglichkeiten, Talente, Migration, Bildung und so weiter genutzt werden können. Da gibt es noch viele andere Kategorien. Und wir haben versucht, eine Debatte anzustoßen darüber, wie man Daten breiter verfügbar machen kann, wie man sie stärker teilen kann. Aber es gibt natürlich Probleme, dass dass Organisationen wissen müssen, welche Daten sie teilen sollten und können und welche nicht. Und hier braucht man einen umfassenderen Ansatz, der bisher noch nicht so besprochen wird und bisher noch nicht integriert genug ist. Vielen Dank, dass Sie das Thema Daten aufgebracht haben, denn ich glaube, hier kommt dann wieder die Verantwortung der Menschen in Kraft. Ich erst einmal Augusto, dann Lisa, dann Amina. Vielen Dank, Karen, dass Sie diese Datenteilung aufgeworfen haben als Thema. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein Problem, vor dem wir aktuell stehen, ist die Monopolisierung von Daten durch große Firmen. Und wir möchten nicht in einer Situation enden, in der es dann die Datensklaven und die Datenbesitzer gibt. Denn Daten sind der Kraftstoff der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir jetzt tatsächlich die Daten aus der Ethikdiskussion ausklammern, dann ist alles vorbei. Das heißt, man muss wirklich sich die Frage stellen, nicht nur welche Daten wie geteilt werden sollten, sondern auch, ob die Vorteile der KI tatsächlich auch den weniger Begüterten zugutekommen. Das ist die Frage. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist. Ihre Frage war ja wie wirtschaftsbezogen. Also KI ersetzt häufig Arbeitsplätze und verändert die gesamte Arbeitswelt. Arbeitsplätze sind für viele Menschen nicht nur etwas, was man gegen Geld tut. Es ist Teil unserer Berufung. Es ist Teil unserer kulturellen DNA. Wir entwickeln uns als Menschen auf unserer Arbeit. Und die KI wird vielen Unternehmen zugutekommen, aber es wird weniger Arbeitsplätze geben. Und wer zahlt dafür? Wer zahlt diesen Verlust? Das, was die Wirtschaft den Übergang, die Transition nennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn hier geht es nicht nur um Datenteilen oder wie man das umsetzt, sondern es geht um den Nutzen dieser Daten. Und natürlich nutzen diese Daten nur manchen und nicht allen. Und werden diese einigen tatsächlich mitzahlen für diese Kosten, dafür, dass wir die Arbeitsplätze jetzt anders verteilen und auch darüber, dass wir ein anderes Verständnis von Arbeit haben und dass wir auch die Zeit anders nutzen. Ah, also wir sollten noch hinzufügen, dass auch noch weitere Fragen gestellt werden dürfen. Ja, eine Frage fiel mir jetzt ganz plötzlich ein und sie passt zu 3 oder 4 Konzepten. Sie sagten jetzt gleichwertig Ausbildung und teilen. Ich komme aus einem Schwellenland oder Entwicklungsland und Peggy sagte, glaube ich, wie können wir das alles umsetzen? Wie können wir dafür sorgen, dass es für alle funktioniert, für die gesamte Menschheit, dass alle etwas von den Vorteilen haben? Aber vielleicht verstehen diejenigen aus Entwicklungsländern jetzt besser, was ich meine. Manchmal ist die Dringlichkeit sind die Zwänge unserer Realität so, dass man nicht ausreichend an langfristige Entwicklung denkt.
Vielleicht könnte Augusto oder Sara etwas dazu sagen, denn sie stammen beide aus sich entwickelten Regionen. Ja, ich würde gerne zu Ausbildung und Bildung sprechen, aber aus einer Inklusionssicht. Also, es gibt die SITT Afrika und wir sehen uns hier die Agenda für Afrika an. Und wenn wir uns die KI-Startups in Afrika an, dann sehen wir, dass wir ein Problem haben. Es sind fast keine Frauen da. Das heißt, wir sind einen Schritt zurückgetreten und haben gesagt, wir schauen uns die Universitäten an. Und in Uganda habe ich mir dann also die Immatrikulationslisten für zum Beispiel Informatik gesehen. Und manchmal gibt es nur 2 Frauen in einem Kurs mit 40 Personen oder 50 Personen. Das heißt, im Grunde müssen die Initiativen inklusiv von Anfang an sein, damit wirklich alle einbezogen werden können. Das Gute ist, dass wir zumindest hier auf dem Podium eine ausgeglichene Geschlechterbalance haben. Augusto möchte auch noch etwas sagen. Ja, ich hätte 2 Gegenfragen gewissermaßen, oder vielleicht sind es auch Antworten. Die eine ist ja zur Bildung. Das ist eine Diskussion, die ich ständig mit meiner Mutter führe. Jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, sagt sie, ah, die Lösung ist Bildung. Ja und nein. Ja, der Zweite Weltkrieg wurde von dem damals fortgeschrittlichsten, bestausgebildeten Land angezettelt. Und die Frage ist, wem wir Bildung geben und welche Art von Bildung. Und in Südamerika, in Afrika, in einigen Teilen von Asien gibt es nicht genug Bildung. Wir sprechen hier von Grundbildung im Übrigen. Und wir reden hier nicht von der Ausbildung für KI, da können wir nicht mit anfangen. Wie soll das also diesen Menschen, die keine Grundbildung haben, helfen? Der Vorteil ist, es ist leichter, Sprachen zu lernen, gerade auch in den armen Ländern. Ja, da gibt es Vorteile. Aber die Frage ist doch, was für eine Art von Bildung wird das sein und wie kann die KI helfen? Und die Gegenfrage, die ich aufstellen möchte, nun, Entwicklungsländer und ihre Regierungen wollen einfach vor allem Einkommen, um ihre Politik durchführen zu können. Ich sage jetzt nicht, in welchem Land, aber es gibt Länder, wo mächtige Länder mit einem Plan kommen, mit einem KI-basierten Plan. Und sie kommen in schwächere Nationen und sagen, oh, wunderbar, hier, ihr braucht neue Technologien. Das ist wunderbar, kauft das, damit könnt ihr eure Bürger unter Kontrolle halten. Und nun ja, natürlich sind die Regierungen in der Entwicklungswelt davon begeistert. Aber ist das das, was wir wirklich wollen? Gut, dass Sie die Namen der Länder jetzt nicht genannt haben. Wir wollten Sie jetzt auch noch einbinden. Guten Morgen, wir haben eine Frage aus Johannesburg. Welche Rolle sollten Unternehmen dabei spielen beim ethischen Umgang mit Daten? Und wie werden Daten momentan genutzt von großen Unternehmen? Guten Morgen, June, und auch guten Morgen in Johannesburg. Also, wer sollte was tun? Wer sollte für was verantwortlich sein? Hier, da sehen Sie jetzt die Darstellung. Also insbesondere die Unternehmen und die Regierungen, so sieht es aus. Ich möchte Lisa und Mina noch das Wort geben. Lisa? Ich würde gerne noch einmal zurück auf diese Frage der Geopolitik und der Wirtschaft kommen. In meiner Erfahrung ist es so, dass diese beiden Felder letztendlich immer ein Nullsummenspiel darstellen, bei denen einer gewinnt und einer verliert. Und ich glaube, wenn wir nicht sehr intelligent jetzt handeln, gerade bei der Inklusion und bei der KI, dann werden wir das wieder so sehen. Dann werden wir wieder sehen, dass es ein Nullsummenspiel ist. Und ich glaube, das muss gar nicht so sein. Ich glaube, wir können ein Sowohl-als-auch-Szenario haben, wo auch Frauen und auch marginalisierte Gruppen mit einbezogen werden. Es kann Diversität und Inklusion geben. Das sehen wir in Tunis beispielsweise, wo das IGF aufgebaut wurde, und das ist auch anderswo möglich. Das ist seit dem Beginn des IGF unser Ziel gewesen, aber wir haben es noch nicht erreicht, und die Menschen in Südamerika, Lateinamerika, Afrika, in der ganzen Welt
sind hier und wir alle zusammen laufen Gefahr, dieses Nullsummenspiel wieder aufzubauen. Und ich glaube, wir sollten sowohl als auch tatsächlich als Ziel haben, wir sollten jedem eine Stimme geben. Und es wird bis 2030 dauern. Wir müssen noch einige sehr schwierige Debatten führen über das Warum und auch über die negativen Auswirkungen und über die Lösungen. Das heißt, Sie sind auf 2030 bezogen dann durchaus optimistisch? Nun, ich wollte auf die Frage von Deborah aus Italien eingehen, aber vorher noch ganz kurz etwas anderes sagen. Nur noch einmal zur Bestätigung. Aus meiner Sicht und soweit ich weiß, ist es so, dass die Ethikdebatte und die Menschenrechtsdebatte sind aus meiner Sicht, wie gesagt, überhaupt nicht getrennt. Ich denke, sie gehören zusammen. Vielleicht ist das auch meine Perspektive, meine schamlose Perspektive, das so zu sehen. Aber nehmen wir ein Beispiel. Wir haben Standards, Zertifikate, Prinzipien aufgebaut, die KI beherrschen sollen. Und sie alle beruhen auf drei Säulen. Und die erste dieser Säulen, die allererste, ist die Förderung der Menschenrechte. Das wurde beschlossen von allen, von der OECD, von den Vereinten Nationen. Das ist also die erste Säule. Die KI muss nicht nur menschenzentriert sein, sondern so aufgebaut werden, dass sie nicht nur im Einklang mit den Menschenrechten ist, sondern die Umsetzung der Menschenrechte befördert. Zweitens, die zweite Säule ist ebenso menschenrechtseinbezogen. Hier geht es um die politische Selbstbestimmung. Und das hat natürlich mit Vertraulichkeit, mit Vertrauenswürdigkeit zu tun, mit Transparenz und all diesen Dingen. Das heißt im Grunde, das ist die Grundlage für alle ethischen Prinzipien. Und natürlich muss ich auch die ONGP nennen. Sie wurden gestern schon in verschiedenen Kontexten angesprochen. Aber es ist so, dass die diversen Initiativen und unsere Empfehlungen an die Regierungen bereits im ersten Teil ganz klar darstellen, dass die UNGP, also die Leitlinien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte, mit umgesetzt werden. Das ist unsere erste Empfehlung. Wir sagen, man muss sich diese allgemeinen Leitlinien ansehen und man muss sie als Leitplanken sehen für den Aufbau der KI. Man muss also auf diese Weise die Märkte aufbauen, die Marktregeln, den Zugang zu Kapital, auch für diejenigen, die keinen Zugang zu Breitband etc. haben. Dann geht es darum, dass wir in den Blick nehmen, welchen Menschen wir dienen. Dann geht es nicht nur um Aktionäre und deren Profit. Das sind also die Prinzipien. Und ich sage nicht, dass es nur die allgemeinen Prinzipien der UN sind. Ich glaube, da gibt es noch viele weitere. Es gibt auch Prinzipien, die von der hochrangigen Expertengruppe der Europäischen Union aufgebaut wurden. Es gibt andere aus der OECD und so weiter. Also das alles steht überhaupt nicht im Widerspruch miteinander. Das war, ich würde es ganz kurz fassen und sagen, um die Vision 2030 umzusetzen, müssen wir wirklich kämpfen wie die Löwen. Wir müssen das alles umsetzen. Die Prinzipien sind fantastisch und wir haben wirklich eine unglaubliche Leistung erbracht, diese Prinzipien zusammenzustellen. Aber wenn man jetzt die Menschen ansieht, die gar keinen Zugang zu Technologie haben, dann ist das das Problem. Und der Generalsekretär, ich glaube, es war der Generalsekretär, hat eine Statistik aufgerufen. Er sagte, dass nur 2% der Frauen in Südamerika tatsächlich internetfähige oder breitbandfähige Telefone haben. Wenn Sie also eine Frau in Südamerika sind, und Sie möchten ein Unternehmen aufbauen und Sie haben diesen Zugang gar nicht, wie wollen Sie dann an Kapital kommen? Wie wollen Sie Personal rekrutieren? Wie wollen Sie das machen? Und es ist doch ganz klar, dass man an dieser Stelle kämpfen muss wie ein Löwe, dass man Diplomatie nutzen muss, dass man mit Regierungen zusammenarbeiten muss, dass man Menschen zusammentrommeln muss, nicht nur um schöne Worte auszutauschen, sondern wirklich um zu kämpfen, um das umzusetzen. Nun, ich hoffe, dass wir es bis 2030 schaffen. Also ich glaube, Sie haben jetzt eine gute Überleitung in den zweiten Teil bereits geleistet. Ja, wir haben einige Prinzipien, aber lassen Sie uns sehen, wie man sie umsetzt. Ich möchte noch zum Abschluss dieser ersten Runde an Peggy übergeben. Ja, es kommt auf die Frage zurück, die Sie bereits aufgeworfen haben.
aber zwei Kommentare wurden ja schon zur Inklusion gemacht und zu den Leitlinien. Ja, Sie haben eine sehr grundlegende Frage gestellt. Sie haben gesagt, was ist die wirtschaftliche, wie ist der wirtschaftliche Aspekt? Wieso passiert das alles nicht? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Anreize nicht da sind. Denn welche Anreize haben wir momentan? Momentan sind sie unterstützt nicht die verantwortungsvolle KI. Und wir müssen diese Gleichung so umstellen, dass die Unternehmen, die tatsächlich die Menschenrechtsprüfungen durchführen, die die Due Diligence-Prüfungen durchführen, tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen, die das nicht tun. Es muss so sein, dass sie dann dafür auch eine Belohnung auf dem Markt bekommen. Und das bedeutet, dass die Regierungen die UN-Leitlinien umsetzen müssen, die ihnen natürlich die Verantwortung auferlegen, dafür ihre Unternehmen entsprechend zu regulieren, sodass dann die Unternehmen letztendlich auch unter den Leitlinien stehen und sich entsprechend menschenrechtskonform verhalten müssen. Die Details werden wir später besprechen, aber ich glaube, es geht darum, dass wir Unternehmen wirklich haben können, die die Menschenrechte und ethische Prinzipien zum Teil ihres Geschäftsmodells machen und dass diejenigen, die das nicht tun, tatsächlich auch ins Hintertreffen geraten sollten. Vielen herzlichen Dank. Sie haben jetzt wirklich eine hervorragende Überleitung geleistet. Also wir sind von dem Was in das Wie übergegangen. Bevor ich jetzt an Olga übergebe, wir sollten dann vielleicht auch die nächste Slide anzeigen, die nächste Folie anzeigen. Wenn Sie tatsächlich etwas beitragen möchten, dann können Sie posten, nicht tweeten, aber einfach posten. Vielleicht sollten wir eine kurze Minute durchatmen, um all das zu verdauen, was wir gehört haben. Ich glaube, auch unsere Experten haben jetzt mehr Fragen aufgeworfen, als wir am Anfang hatten. Das ist ja vielleicht auch etwas, was zu erwarten war bei dieser Sitzung. Einen Satz möchte ich hervorheben, den Peggy gesagt hat. Wie können wir das umsetzen? Wie können wir unsere Regierungen, unsere Organisationen dazu bringen, dass sie das wirklich tatsächlich in konkrete Maßnahmen umsetzen? Die zweite Frage, oder möchten wir jetzt vielleicht die nächste Sitzung beginnen? Nein, nein, okay. Gut. Also, wie ist die Rolle der Menschenrechte, der Rechtsinstrumente in der verantwortungsvollen Daten, im verantwortungsvollen Umgang mit Daten und dem KI-System? Können wir etwas lernen aus den bestehenden Rahmenbedingungen? Können wir die bestehenden ethischen und Menschenrechtsstandards beibehalten oder müssen wir sie überarbeiten, ersetzen? Können wir sie auch, das, was ist, können wir das umsetzen auf die KI oder brauchen wir jetzt vielleicht einen Multi-Stakeholder-Dialog, um tatsächlich diese Prinzipien an neue Gegebenheiten anzupassen? Wie lässt sich auch das bestehende Recht auf Maschinenlernen und auf künstliche Intelligenz anwenden? Das wäre die nächste der nächste Fragencluster. Vielleicht Peggy? Ich weiß nicht. Ja, was denken Sie, was ist Ihre Vision für das bestehende Menschenrecht, für den bestehenden Menschenrechtsrahmen? Muss er umgeändert werden? Kann er umgesetzt werden, wie er ist? Brauchen wir eine weitere Debatte? Ah, vielen Dank, dass Sie das so klar und gerade heraus fragen, denn viele Menschen glauben, dass manche der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, so neu sind und so nicht mitgedacht wurden bei den Menschen, die 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst haben, dass man sich wirklich fragen kann, ob diese Menschenrechtserklärung tatsächlich noch ausreicht. Die Antwort ist ja. Im Großen und Ganzen ja. Und da, wo es nicht so ist, liegt es daran, dass wir noch nicht einmal genau wissen, wo die Lücken sind, weil wir diese harte Arbeit noch nicht gemacht haben. Wir haben das bestehende Rahmenwerk noch gar nicht angewendet. Lassen Sie uns das zuerst machen. Und wenn es dann Lücken gibt, wo weitere Entwicklungen erforderlich sind, dann werden wir diese identifizieren und dann werden wir diese zusätzlichen Maßnahmen durchführen können. Aber wir haben jetzt 7 Jahre Erfahrung. Wir haben also
Dinge wie das Recht auf Privatsphäre und Menschenwürde auseinandergenommen, um zu sehen, wie man sie sehr praktisch nutzen kann, um viele der Fragen zu beantworten, die wir im Bereich der künstlichen Intelligenz haben. Und die UN-Leitlinien sind ein wirklich guter Ausgangspunkt dafür, da ganz klar die Verantwortung auf Unternehmen und auf Regierungen liegt. Und da ist also klar, dass wir diese Leitlinien erst einmal umsetzen müssen. Es ist aber auch klar, dass uns noch nicht so klar ist, wie das konkret funktionieren soll. Und daher haben wir also ein Projekt, bei dem wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Die UN-Leitlinien haben eine lange Geschichte. Sie wurden überall umgesetzt, im Bergbau und so weiter. Und was bedeutet es wirklich, diese Untersuchungen durchzuführen für ein neues technisches Gerät, für eine neue Anwendung von Technik in der hiesigen, in der jetzigen Welt? Die nächste Diskussion muss sein, wie tatsächlich Unternehmen auch Verantwortung übernehmen können für Schäden, die später entstehen aus dieser Umsetzung, zum Beispiel von Dingen wie Gesichtserkennung und so weiter. Das heißt, es sind Unternehmen, die an praktischen Szenarien arbeiten, um mit diesen Themen sich auseinanderzusetzen. Und wir stellen fest, dass es schon sehr viele Antworten gibt, die im bestehenden Rahmenwerk im Grunde enthalten sind. Und wir müssen uns dann irgendwann fragen, ob wir noch mehr tun können. Aber zunächst einmal können wir das tun, was wir bereits haben. Is there? Also, wir haben bereits einen bestehenden Rahmen. Und Sie sagen auch, dass die Unternehmen bereit sind, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und zu versuchen, diese Prinzipien auch umzusetzen in der Technologie. Wie steht es denn um Regierungen und anderen Organisationen im Vatikan? Also Unternehmen setzen die Technologie um, entwickeln die Technologie um. Daher haben Sie vielleicht schon dieses Konzept, also Menschenrechte by Design sozusagen, von Anfang an eingebaut. Und wie sieht es denn aus mit Regulierung durch Regierungen? Wie ist die rechtliche Seite? Ja, ich möchte da noch einmal weiter drauf eingehen. Ja, die Menschenrechte haben wir, die Prinzipien haben wir, sie werden aber noch nicht vollständig umgesetzt. Aber die KI ist eine ganz neue Technologie. Es ist also wirklich Neuland. Beispielsweise hat die KI Einfluss auf unser Wahlverhalten. Da muss man doch ethisch dran gehen. Das hat einen Einfluss auf unsere Demokratien. Da brauchen wir Richtlinien. Wir hatten bei der EU in der letzten Woche eine ähnliche Diskussion. Und dort sagte ein Experte, und zwar ein Unternehmensexperte. Sie sagten, die KI regulieren ist wie das Meer regulieren. Das geht nicht. Also man kann natürlich Anreize schaffen, man kann das Design regulieren und so weiter, aber nicht die KI selbst. Und warum sprechen wir immer wieder über Daten? Naja, KI ist datenbasiert. Und die Daten, die wir haben, sind die Daten der Vergangenheit. Und das heißt, da sind auch unsere ganzen Daten eingeschrieben. 80% der Informatiker im Silicon Valley sind weiß und männlich. Wenn wir also Frauen hier einschließen sollen, nun, und das ist ja nur ein Beispiel, was ich gerade genannt habe. Also wie können wir die KI wirklich auch zukunftsgerichtet schaffen? Wie gesagt, sie basiert auf Daten der Vergangenheit, die schon da sind. Aber wir sagen ja immer wieder, wir müssen uns auf die Menschen konzentrieren. Was bedeutet es denn, gemeinsam menschlich zu sein? Wir sprechen ja in der Technologie jetzt immer über Ökosysteme. Das ist ja großartig, denn das ist ja ein Begriff aus der Natur. Was heißt es denn, ein Mensch zu sein in einem natürlichen Umfeld mit Werten, die vielleicht manchmal nicht immer miteinander einhergehen? Da sind die Menschenrechte natürlich absolut hilfreich. Da stimme ich Ihnen vollständig zu. Aber wie können wir denn einige noch ethische Prinzipien festlegen, die wirklich uns eine Richtschnur sein können in eine inklusivere Gesellschaft in Richtung Gerechtigkeit gegen Machtungleichgewichte? Also wir haben Daten aus der Vergangenheit für die Zukunft und wir haben ein Mächteungleichgewicht. Wie können wir denn
sicherstellen, dass in der Zukunft die Macht eingesetzt wird zum Nutzen der gesamten Gesellschaft. Haben Sie da, Ngece, etwas, noch eine Idee zu? Ich glaube, als wir diese Diskussion begonnen haben zur künstlichen Intelligenz, wir anerkannt haben, dass das möglicherweise einen ganz riesigen Effekt auf die Gesellschaft und die Wirtschaft haben könnte. Und dieser beschränkt sich nicht auf nur ein Land, sondern gilt für die gesamte Welt. Wir haben von Anfang an geglaubt oder waren überzeugt, dass wir diesen Effekt der Technologie bestmöglich nutzen müssen. Und wir müssen dabei auf die positive Seite schauen. Es geht also darum, den Nutzen der KI maximal zu nutzen und die Entwicklung der Technologie nicht überzuregulieren und einzuschränken. Wir haben also in den G7 zuerst dieses Thema besprochen, weil die KI wirklich imminent ist. Und wir haben in einer kleinen Staatengruppe, wie gesagt, das Thema besprochen. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt haben wir, und das war uns sehr wichtig, immer dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zugehört. Wir haben also einen Multi-Stakeholder-Ansatz gehabt von Anfang an. Und das war uns in der Kommunikation stets wichtig. Wir wollten die Sichtweisen all dieser Gruppen mit einbeziehen. Und nach dem Beginn dieser Diskussion haben wir dann den Teilnehmerkreis noch ausgeweitet, weitere Länder dazugenommen, weitere Unternehmen und Branchen, die Wissenschaft, die Zivilgesellschaft. Und wir haben auch bei den G20, bei der OECD diese Diskussionen geführt, um geografisch einen weiteren Raum abdecken zu können. Und ich denke, aus dieser Perspektive kann ich sagen, dass die UNO oder das IGF wirklich ein ideales Forum ist, um diese Art von neuer Technologie zu diskutieren, um wirklich den besten Nutzen daraus zu ziehen, durch einen Multi-Stakeholder-Ansatz. Ja, ich schlage vor, dass wir nun zurück zu Fragen kommen aus dem Publikum. Wir haben da, glaube ich, 3, 4 Fragen bereits schon. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Guten Morgen. Ich komme von der Hohen-Universität. Vielen Dank, dass Sie diese wichtigen Gespräche organisieren. Ich glaube, wir sollten hier besondere Normen erlassen für die gesellschaftliche Verantwortung von KI-Unternehmen. Sozusagen Corporate Social Responsibility, unternehmerische Verantwortung für diese Unternehmen, die sie mit künstlicher Intelligenz arbeiten oder diese entwickeln. Ich bin überzeugt, dass die Community des IGF hier eine ganz zentrale Rolle spielen kann. Wir brauchen außerdem vertrauensbildende Maßnahmen der Unternehmen. Ich glaube, dass ein Multi-Stakeholder-Ansatz auch hier fruchtbar sein kann. Wir brauchen globale Normen zum verantwortlichen Verhalten von KI-Unternehmen. Und ich schlage vor, dass sich Polen dieses Thema für den IGF auf die Fahnen schreiben könnte. Ah, das ist ja spannend, CBM und Normen hier und die Verantwortung der Unternehmen. Gut, wir haben dann noch eine Anmerkung hier drüben. Ja, vielen Dank. Danke für die Moderatoren und die Podiumsteilnehmer für diese provokante Diskussion. Ich bin Marisela Munoz und vertrete die Regierung Costa Ricas.
Ich bin auch Mitglied des MAG. Und meine Frage ist folgende. Ich gehöre zu den Regierungsexperten für neue Technologien bei autonomen Waffensystemen. Und diese Diskussion zur Anwendung der Menschenrechte ist wirklich sehr relevant. Und ich stimme mit Frau Hicks überein, dass wir schon einen sehr, sehr guten Menschenrechtsrahmen haben, der aber nicht komplett umgesetzt wird. Und zwar nicht nur durch die Industrie, den Privatsektor, denn dann, ich würde stattdessen sagen, dass er insgesamt nicht komplett umgesetzt wird. Also, wenn wir uns jetzt die Entwicklung von Technologie anschauen, die vielleicht über Leben und Tod entscheidet. Also das, und wir sprechen von autonomer Entscheidungsfindung bei potenziell tödlichen autonomen Waffensystemen, dann frage ich mich natürlich, oder denke ich mir natürlich, dass es ja durchaus eine Lücke gibt, mit der wir umgehen müssen. Das befürchtet auch der internationale Zusammenschluss der Rotkreuzorganisationen. Das ist nur eine weitere Frage, die ich noch gerne hinzufügen würde. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich hilfreich. Wie können wir diese ganzen Punkte verbinden? Und bitte können Sie auch über das hochrangige Panel zur digitalen Zusammenarbeit noch etwas sagen. Dann haben wir noch zwei Fragen. Eine remote und dann der Herr da drüben. Bitte fassen Sie sich kurz. Es ist eine lange Frage aus München zugeschaltet. Es gibt eine Lücke in der Politikentwicklung derzeit, insbesondere bei roten Linien. Zum Beispiel der letzten Version der EU-Richtlinien zur AI. Das sollte ein Ethik-Handbuch sein mit klaren roten Linien und Werten, die nicht zur Debatte stehen für Menschen in der Politik und in Unternehmen. Aber hier fehlt es an nicht verhandelbaren ethischen Prinzipien, die klar genannt werden. Diese wurden von 52 Experten erstellt und davon kommen 23 aus der Industrie. Und dann sind da noch Lobbyunternehmen, das heißt 26 Menschen aus der Unternehmenswelt. Die Hälfte also und nur 4 Experten, Ethikexperten und nur 10, die Menschenrechts-, Bürgerrechts- und Verbraucherrechteorganisationen vertreten. Wäre es nicht hilfreich, wenn es hier eine bessere Balance gäbe, um klare Empfehlungen auszusprechen und sicherzustellen, dass das öffentliche Interesse hier mit einbezogen wird? Okay, wir sind wieder bei der Rolle des IGF vielleicht. Dann noch zwei Fragen, bevor wir diese Runde schließen. Danke, ich werde mich kurz fassen. Ich bin Neo Koshwasha aus Kanada, vertrete den Privatsektor. Meine Frage ist, wie haben wir vor, Unternehmen, also diejenigen, von denen das Geld kommt, von denen, die also den Wert auch für unsere Shareholder erhöhen müssen und die sich an Regeln halten müssen. Wie können wir sicherstellen, dass diese ethischen Prinzipien Menschenwürde und Rechte hochhalten? Ja, also Rechenschaftspflichten, Verantwortung des Privatsektors. Okay. Mein Name ist Kamat, ich komme aus Indien. Ich habe zwei konkrete Fragen für die UN-Vertreterin. In Indien, das ist die erste Frage, werden die Regierungsorganisationen immer informiert über die Entwicklung der Menschenrechte, aber Nichtregierungsorganisationen und Menschen, die einfachen Menschen haben, keine Informationen, erhalten keine Informationen. Ich selbst habe mich einmal an die Menschenrechtsorganisation der UN gewandt und ich habe aber keine Antwort erhalten. Ich wollte eine Kontaktperson haben,
sodass auch indische Unternehmen, sich die indischen Gruppen und Organisationen an diese Organisation, an die UN wenden können direkt. Es gibt keinen Schutz für physisch behinderte, körperlich behinderte Menschen in Indien. Das widerspricht den Menschenrechten und wir wissen nicht, an wen wir uns wenden können. Und die Menschenrechte, über die wir hier sprechen, sind also null in Indien. Und dieser Rahmen ist für uns also überhaupt nicht hilfreich. Und daher bitte ich Sie, uns einen konkreten Ansprechpartner zu nennen, an den wir uns wenden können. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Also wen ruft man an? Wem schreibt man eine Mail? Ja, natürlich sind vielleicht diese Orte, wo Regeln gemacht, geschrieben werden, in gewisser Weise auch vorurteilsbehaftet. Oder es gibt zumindest Ungleichgewichte dort. Ja, ich fange gerne an. Wenn Sie die Partnerschaft zur KI nicht kennen, Partnership of AI, wir haben über 100 Partnerorganisationen, die sich darauf konzentrieren, den Menschen Nutzen zu bringen. 60 davon sind aus der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und 40 sind aus der Wirtschaft und der Wissenschaft. Und wir kommen also als Multi-Stakeholder-Gruppe zusammen, um über diese Themen zu sprechen, die wir auch heute besprechen. Und ich glaube, eins ist ganz, ganz wichtig, nämlich das Wort Transparenz. Das bedeutet für mich immer auch Vertrauenswürdigkeit. Je transparenter unsere Organisationen sind darüber, wie wir etwas, diese Technologien entwickeln, aufbauen, nutzen, desto besser verstehen die Menschen, was das bedeutet und können sie entscheiden, ob sie diese Technologie nutzen möchten. Und es ist auch eine großartige Art und Weise, dass sich die Entwickler gegenseitig zur Verantwortung ziehen können. Wir haben einen mehrjährigen Prozess, wir nennen ihn ML, und die Öffentlichkeit wird mit einbezogen. Was wir tun, ist, wir schauen uns die Initiativen von Google, IBM und Microsoft an und wir sagen, dass sie uns die Daten zeigen sollen, die sie nutzen, um ihre KIs zu trainieren. Das heißt, wenn Menschen so ein Modell nutzen wollen, dann können sie sich das anschauen und können sagen, okay, das ist die Information, das sind die Daten, die für mich hilfreich sind, die brauche ich. Oder ich sage, okay, das ist nicht der richtige Datensatz für mich. Wenn ich diesen Datensatz nutze, dann werde ich Vorurteile fortschreiben. Und wir sehen hier sehr viel Enthusiasmus. Immer wieder wird gesagt, dass diese Unternehmen zusammenarbeiten sollten, um transparenter zu werden. Aber wir haben, wie gesagt, auch Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die hier ganz aktiv sind. Und sie drängen alle unsere Partnerorganisationen, diese Art von Transparenzmaßnahmen umzusetzen, sodass sie sich wirklich gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Auch in den Unternehmen selbst gibt es Einzelpersonen, die wirklich immer sehr darauf drängen, dass diese Transparenzregeln umgesetzt werden. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Vielen Dank. Ich möchte nochmal auf die frühere Frage zur UN-Erklärung der Menschenrechte zurückkommen. Für uns gibt es keine Notwendigkeit für ein neues Rahmenwerk. Das hier ist ein zeitloses Rahmenwerk, zeitlose Werte, universelle Werte. Aber wie setzt man diese um? Und zwar für alle im KI-Ökosystem. Es tut mir leid, dass ich wieder diesen Begriff nutze. Einige von Ihnen konzentrieren sich ja auf die großen Technologieunternehmen, aber es sind nicht nur diese, es sind auch kleine, mittlere Unternehmen in der Welt, in der ganzen Welt. Es sind Start-ups, die wirtschaftlichen Wert und Wachstum und nachhaltige Entwicklung auch vorantreiben. All das sind Akteure in diesem Ökosystem und wie macht man diese Werte für sie konkret umsetzbar?
Wenn wir uns zum Beispiel die Partnership on AI anschauen, die wir mitgegründet haben, dann sieht man immer wieder, dass verschiedene Stakeholder mit einbezogen werden müssen, um klarzustellen oder herauszufinden, was die Prioritäten sind, die man erstmal angehen muss, damit diese Technologie befähigt wird, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wie macht man die Technologie vertrauenswürdig? Welche Tools braucht man? Ich denke, das ist ganz wichtig, um weiterzukommen in der Diskussion. Inklusivität, Multi-Stakeholder. Und man muss sich klar machen, dass die Mechanismen je nach Kontext unterschiedlich sein werden, je nachdem, wo die Technologie eingesetzt wird. Das heißt, dass wir hoffen, dass wir von diesem hochrangigen Rahmen, der alle Gruppen natürlich mit einbezieht, wie wir von diesem Rahmen ins konkrete Handeln kommen. Und dort werden wir natürlich viel lernen. Und diese Lerneffekte sollten wir dann in Zukunft auch berücksichtigen. Oder das, was wir gelernt haben. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir müssen immer verstehen, was sind die wichtigen Themen, was sind die Mechanismen. Wenn man das Problem nicht definiert hat, dann ist es auch schwer, eine Lösung zu finden. Muss das IGF einen Gesellschaftsvertrag erstellen? Brauchen wir denn noch ein? Die OECD-Prinzipien für vertrauenswürdige KI bestehen ja schon und sie wurden jetzt schon von 42 Ländern angenommen, einschließlich der G20. Wäre es hilfreich, könnten wir besser zusammenarbeiten, wenn wir einen klaren Ausgangspunkt hätten und wie können wir wirklich vorankommen mit der Implementierung? Augusto? Es gab ja den Kommentar aus Kanada, der damit zusammenhing, was Caroline gesagt hat. Wie können wir Unternehmen unterstützen, diesen ethischen Rahmen in konkretes Handeln zu überführen? Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, sie muss besprochen werden, aber ich habe noch keine Lösung. Was wir immer wieder von Unternehmen hören und auch von der Zivilgesellschaft, ist, dass die KI ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ob uns das jetzt passt oder nicht, es kann also ein schwarzer Spiegel sein oder vielleicht auch ein heller. Oder auch etwas Gemischtes, denn wir Menschen haben ja beides in uns, das Gute und das Böse. Wir haben viele Vorurteile, viel Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, aber wir haben auch sehr viel Gutes. Etwas, was man jetzt also sieht, ist eben auch die Frage, wie misst man Erfolg? Wir messen also den Fortschritt der Technologie nur von einer technischen Seite, aber wir ignorieren dabei, ob die Technologie den Menschen wirklich hilft und das können wir so nicht weitermachen. Wir müssen stattdessen auch messen, ob die Technologie auch hilfreich ist über rein wirtschaftliche Effekte hinaus. Deshalb sprechen wir ja über ethische Prinzipien hier. Utilitarismus ist natürlich ein ganz spannendes oder ethisches Rahmenwerk, aber es ist eben doch begrenzt. Also eine utilitaristische Sichtweise allein reicht wohl nicht. Stattdessen müssen wir wirklich über technische, wirtschaftliche Produktivität hinaus uns die Technologie anschauen. Das wäre eine rein utilitaristische Sichtweise. Und wie können wir dann auch feststellen, welchen Mehrwert die KI hat?
Also kommen wir weg von dem Wert für die Aktionäre, für die Unternehmen und kommen wir zu allen Gruppen der Gesellschaft. Aber das ist natürlich kompliziert. Man kann natürlich sagen, hey, wir entwickeln etwas, was gut für euch ist, aber wir hören euch nicht zu. Nee, so wird das natürlich nicht funktionieren. Wie kommen wir jetzt also zu einem ausgewogeneren, einem ganzheitlicheren Bild? Einige Unternehmen haben mehr Verantwortung als andere, denn sie haben eine größere Macht. Sie haben mehr Geld auch, das sie ausgeben können für diese Aktivitäten. Ja, bitte. Lisa, ich wollte nur ein Beispiel Ihnen geben vom MIT Media Lab. Es wurde Gesichtserkennungssoftware verschiedenster großer Unternehmen getestet. Und diese Studentin hat gesagt, wie können Sie Software haben, die jemanden wie Michelle Obama als männlich einordnet? So viele Menschen, alle in der Menschen kennen Michelle Obama. Und IBM hat die Daten also noch einmal sich angeschaut und hat den Versuch wiederholt und dann haben sie das Problem gelöst. Also zumindest hören die Unternehmen zu und sind bereit, mitzuarbeiten. Ich werde mich kurz fassen und sprechen über die Werkzeuge, die Tools, die wir haben. Ich stimme Ihnen zu. Also wir haben Gesetze. In den USA beispielsweise, also falls ich Sie falsch verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte. Aber Sie haben gesagt, wir haben Prinzipien, aber oftmals mangelt es an der Umsetzung dieser Prinzipien der Menschenrechte. Wir haben ein Verständnis davon, was die Menschenrechte sind, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo alle diese Menschenrechte wirklich ausüben. In den USA beispielsweise aus rechtlicher Sicht kann man sagen, dass wir seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten Gesetze haben gegen Diskriminierung. Diskriminierung in allen möglichen Bereichen, Immobilien, in der Arbeitswelt und so weiter und so fort, an Universitäten, Bildung und das sind grundlegende Menschenrechte, aber wir haben immer noch den sogenannten Truth and Lending Act. Man muss transparent sein, man muss rechenschaftspflichtig sein und man muss immer klar sagen können, warum eine Person, die zum Beispiel zu einer Minderheit gehört, einen Kredit nicht erhält. Auch im Immobilienbereich haben wir Antidiskriminierungsregeln. Aber bis vor kurzem hat Facebook Immobilienanzeigen selektiv gezeigt. Das heißt, hier war Diskriminierung dabei zu sehen, wer diese Anzeigen überhaupt zu sehen kann. Das heißt, wenn man beispielsweise Afroamerikaner war, dann bekam man diese Immobilienanzeigen gar nicht erst zu Gesicht. Sie wurden nur weißen Nutzern gezeigt. Und hier kommen wir zurück zu den Daten. Daten bilden Realitäten ab, bieten Ungleichheit ab und bilden Relikte der Vergangenheit sozusagen in unseren Gesellschaften ab. Und das ist wichtig, dass wir uns dass wir uns vor Augen halten, wie vorurteilsbehaftet Daten sein können. Wenn man nämlich automatisierte Entscheidungsfindung hat, dann ist es auch ganz zentral. Beispielsweise jemand leistet eine Haftstrafe ab und man versucht damit natürlich zu minimieren, sein Risiko zu minimieren, erneut straffällig zu werden. Und das versucht man zu erfassen, dieses Risiko. Und na, jetzt kommen wir natürlich in rechtliche Feinheiten, da möchte ich jetzt nicht allzu sehr abdriften. Aber also diese Rückfallwahrscheinlichkeit sozusagen,
bei Afroamerikanern wurde mit Compass ausgewertet. Das ist ein technisches System und Compass nutzte Daten, die nicht gut waren. Und sie konnten keine gute Vorhersage treffen. Und also die Vorhersage der Rückfallwahrscheinlichkeit oder der Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zu werden. Und das bedeutete oft, dass diese Menschen länger im Gefängnis, zu längeren Haftstrafen verurteilt wurden. Und diese Daten, die aber Compass nutzte, zeigten viele Strukturen der Gesellschaft, alte Vorurteile. Zum Beispiel diese Postleitzahlen, die sie haben. Das ist eine schlechte Gegend. Aber eine Postleitzahl kann nicht bestimmen, wie lang jemand ins Gefängnis geht. Also es wurden Daten genutzt, die eine gewisse historische Basis hatten. Und dann sehen wir heute ganz reale Effekte. Denn das technische System kontextualisiert historische Daten nicht. Aber das muss man tun, sonst kann man keine sinnvollen Vorhersagen auf Basis dieser Daten treffen. Und da kommen wir zurück auf das, was Sarah gesagt hat, zur Arbeit von Joy beispielsweise. Wir müssen immer weiter aktiv auch mit diesen Daten umgehen. Ja, das ist ganz spannend. Sie haben ja jetzt einige gehört und es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie wir die Menschenrechte nicht vollständig erfüllen, und zwar auch bei der Nutzung der KI. Es geht um die Algorithmen und es geht auch um Daten, die vorurteilsbehaftet sind, die nicht transparent sind, die nicht verantwortungsvoll sind. Ist dann die Frage, ist unser ethischer Rahmen nicht ausreichend? Und ich sage immer, nein, das ist nicht das Problem, aber es gibt ein Problem. Und zwar das Problem, dass der Prozess, die Verfahren, die Mechanismen zur Umsetzung der Rechte nicht ausreichen. Und da müssen wir ansetzen. Und dann kommen wir zu der Frage, wie viel davon ist verbindlich, wie viel ist eine Beratungsrolle sozusagen, wie viel passiert auf nationaler Ebene, wie viel passiert auf Unternehmensebene. Wir haben hierüber schon sehr viel diskutiert und die Antwort ist, wir brauchen mehr auf allen diesen Ebenen, so wie ich das sehe. Wir wollen bestehende Systeme nicht duplizieren, wir möchten aufbauen auf dem, was wir schon haben, und wir möchten effektiver werden. Und da haben wir ja einen Bericht vom hochrangigen Panel. IGF Plus könnte hilfreich sein. Auf nationaler Ebene sehen wir jetzt immer mehr auch Entwicklung von nationalen Beratungseinrichtungen zur künstlichen Intelligenz. Wie funktioniert das am besten? Gibt es Best Practices? Wie können wir das Ganze skalieren? Also alle Länder haben ja die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen und können sicherstellen, theoretisch, dass KI Menschenrechte umsetzt. Unsere Position ist, dass wir einen Weg brauchen, zumindest einer beratenden nationalen Einrichtung, wo es um Rechenschaftspflicht und Verantwortung im Bereich KI geht und sich den schwierigen Fragen rund um die KI widmet, zum Beispiel auch, wie nutzt die Regierung die KI, wie wird es im Gesundheitssystem genutzt, bei der Beschäftigung von Personen. Und wie kann die KI gerecht eingesetzt werden? Und es kann nicht sein, dass wir diese Expertise nur in der westlichen Welt haben und nicht in Ländern, die vielleicht nicht die gleichen Ressourcen haben. Und hier kann das IGF unterstützen. Es könnte zum Beispiel in der globalen Partnerschaft für die KI Expertisezentren geben, die unterstützen können. Ja,
Ich denke, damit haben Sie die Frage nach dem Wie ganz gut beantwortet. Also Sie werfen natürlich noch weitere Fragen auf, aber Sie haben auch gute Vorschläge. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Wer? Aber ich möchte zunächst mich entschuldigen, dass vielleicht nicht alle Fragen hier oben sehen können, aber einige doch zumindest. Behandeln Sie die künstliche Intelligenz wie Menschen. Sie brauchen Bildung und Ihre Eltern müssen zur Verantwortung gezogen werden. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Diskussion. Vielleicht kommen wir noch mal eine Folie zurück zum Graphen kommen. Und der achte Experte ist ja hier eine künstliche Intelligenz, die zuhört und am Ende auch noch ein Statement uns geben wird. Die letzte Frage ist, wie können wir eine Brücke bauen zwischen der Definition von Menschenrechten und ethischen Rahmenwerken und der Umsetzung der KI in verschiedenen Systemen und den SDGs. Welche Rolle haben die verschiedenen Stakeholder und wie können sie zusammenarbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen? Und ich möchte noch einmal zurückkommen hier zu den Umfrageergebnissen aus diesem Raum. Das ist ganz spannend. Also die am meisten Verantwortung tragen, sind die Unternehmen und die Regierung. Und dann haben wir den Technologiesektor, die Technologiebranche. Haben wir hier jemanden im Raum, der vielleicht erklären möchte, warum Sie die Rolle der Technologiebranche so hoch schätzen hier? Warte. Sonst fragen wir einfach Mina. Ja, es ist gut, die Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, denn sie haben das meiste Wissen über diese Technologien, also wie die KI funktioniert, wie sie eingesetzt wird und wo auch die Begrenzungen, die Eingrenzungen beim Einsatz der KI sind. Mina, das ist natürlich jetzt eine Frage für dich. Gestern sagtest du, dass die Rolle der Ingenieure es ist, die Lösung zu optimieren. Aber die Daten sind ja die Grundlage und das führt dann zur Frage der Verantwortung. Und erinnern Sie sich dran, also gibt es eben einen ethischen Code wie einen hippokratischen Eid, zum Beispiel einen Tesla-Eid für die Ingenieure, also eine ethische Leitlinie. Um es Craig zu sagen, also Craig hat diese Frage für mich eigentlich schon beantwortet. Das war absichtlich. Er wollte nicht, dass es jetzt für mich peinlich wird. Also um diesen Tesla-Eid ging es schon mal. Ich weiß nicht, ob ich diese konkrete Frage beantworten sollte, ob es diesen Eid geben sollte. Ich glaube, es gibt sehr viele Ethikkodizes für die Arbeit der Ingenieure. Aber das Problem ist, dass es zu wenig Verständnis gibt, also wie die Auswirkungen sind der Technologie auf die Gesellschaft, also aus der Sicht des Ingenieurs gesehen. Das wird nicht so sehr diskutiert. Psychologen und Soziologen und Menschen, die die Rolle von Normen und so weiter verstehen, die haben das schon länger untersucht. Aber ich bin ja Ingenieur und in meiner Ausbildung war das überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort auf Ihre Frage ist oder das, was Sie sich erhofft haben, aber es ist wirklich absolut wichtig, das zu haben, dieses Verständnis zu haben. Und ich versuche jetzt auch einmal die Frage zu beantworten, die Sie gestellt haben, wer und wie. Ich weiß, wir haben über das Wie schon gesprochen, aber ich glaube, wenn man die Regeln definiert, und da greife ich schon wieder in ein anderes Themenfeld ein, die Technologien werden von Standards kontrolliert und es gibt diese Standardisierungsorganisation, die Standards für Technologie
festlegt, also auch für den Einsatz dieser Technologie. Und was wir gerade entwickeln, da geht es über die technologischen Anforderungen heraus, sondern es geht auch um Sorgfaltspflichten und um Compliance und um eben Verantwortung. Also es geht um einen sehr holistischen Ansatz. Also was muss man tun, um sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflicht eingehalten wird? Und ich habe das auch gestern auf dem Panel gesagt, also da gab es eine ähnliche Frage, nämlich was sind die nächsten Schritte? Wir haben jetzt die Prinzipien und die Rahmenwerke und jetzt geht es um die Durchsetzung und um die Setzung. Das sagte auch Peggy, das ist die schwierigere Frage. Es ist sehr, sehr schwierig, die Antwort darauf zu finden, denn man braucht Antworten auf allen Ebenen, die Regierungen, die Unternehmen, die Zivilgesellschaft muss sich einbringen. Ich glaube, die sehr kurze Antwort, die ich gestern gegeben habe, war, es ist jetzt Zeit, dass wir dass wir Testfelder aufbauen. Wir müssen Dinge ausprobieren, wir müssen experimentieren, wir müssen eben die Probleme dann erkennen und dann Lösungen entwickeln in einem begrenzten Umfeld und dann schauen, wie das funktioniert. Also wir müssen Dinge ausprobieren, also auch regulatorische Instrumente ausprobieren in einem Testfeld. Also jetzt nochmal zur Rolle der Ingenieure, Lisa. Ich glaube, es gibt drei verschiedene wichtige Gruppen. Es gibt die Führungspolitiker, die Journalisten und es gibt auch diejenigen, die das System finanzieren. Und gestern ging es auch schon um Finanzinstitutionen und so weiter. Aber zuerst einmal zu den Unternehmen und ihrer Verantwortung. Es gibt Unternehmen da draußen, die verantwortungsvolle Nutzung von KI und die Entwicklung von dieser Technologie vorantreiben wollen. Soziale Inklusion wollen manche auch vorantreiben. Es gibt auch einige, die Büros in aller Welt haben. Und wenn sie nicht eben Vorbilder sind und eben legitime Ergebnisse liefern auf diese Fragen. Es ist so wichtig, eine Vorbildrolle zu haben und diese auch gerecht zu werden. Das ist absolut wichtig. Die Partnerschaft zu KI, da sind 2/3 der Mitglieder Frauen. Ich habe noch nie für eine Organisation gearbeitet, wo das so war, die so vielfältig war, denn der Exekutivdirektor, dem war das sehr wichtig und das hat also so auch eine Auswirkung auf unsere Arbeit. Es gibt tolle Journalisten da draußen, die auch über KI berichten. Aber ich fände es schön, wenn Sie sagen, wer jetzt nicht in einer bestimmten Studie berücksichtigt wurde oder in einem bestimmten Bericht. Wie würde ein Bericht vielleicht anders aussehen, wenn jemand anderes noch mit einbezogen worden wäre? Also das ist eine wichtige Rolle, die Journalisten erfüllen können, damit wir alle unserer Rechenschaftspflicht gerecht werden und damit wir eben verantwortungsvolle KI entwickeln können. Es gab einen sehr tollen Bericht zu Compass, also zu diesem bestimmten Werkzeug. Und da wurden eben diese Algorithmen untersucht. Und jetzt zu den Finanzierungsinstitutionen. Es gibt auch KMU, die wurden schon erwähnt. Und ich glaube, von diesen kommen gerade die Innovationen. Aber ich denke, die Zeit Pläne, die die Finanzinstitutionen haben, die zeitlichen Beschränkungen, die sind nicht in Einklang zu bringen mit dem, was nötig ist, um eine verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI umzusetzen und um auch Aspekte der Menschenrechte einzubeziehen in die Entwicklung von KI. Und ich denke, das muss man sich genauer anschauen. Das ist eine wichtige Arbeit, der wir uns widmen sollten. Was Sie jetzt sagten zu den Journalisten und den Financiers. Gestern hatten wir diese Diskussion bereits und es ging da vor allem um die Nutzer. Die Nutzer, also wir alle, wir sind nicht wirklich da in dieser Grafik stark vertreten. Es gibt eben diesen wirtschaftlichen Druck auf die Unternehmen. Die Unternehmen setzen die Standards, es gibt sehr viel Marketing. Aber die Nutzer sind diejenigen, die die Nachfrage generieren. Und vielleicht auch aus Mangel an
Bildung oder Bewusstsein, egal. Aber wir als Nutzer haben natürlich auch eine Verantwortung. Und wie kann man die Nachfrage verändern? Also unsere Nachfrage als Nutzer, also es geht nicht um die Entwicklung neuer Produkte, sondern wie kann man etwas Verantwortungsvolleres nutzen? Nochmal ein Denkanstoß. Die Zivilgesellschaft und die Organisationen, die Wissenschaftler, die können mehr machen, um das Bewusstsein zu schaffen, auch durch Ausbildung und Forschung. Die Frage war, wer finanziert das? Und dann geht es natürlich noch um die Journalisten. Also wer finanziert das alles? Und wie gibt es auch Vorurteile in dieser Finanzierung? Welche Vorurteile kann es da geben bei dieser Finanzierung? Also Sie kommen ja von der NGO-Seite. Wie gehen Sie um mit dieser Bewusstseinsschaffung und dieser Finanzierung? Und wie kann man vielleicht die Nachfrage der Nutzer verändern? Zunächst einmal sind wir hier und diskutieren das hier. Und das zeigt ja, dass es ein Problem ist, das es zu lösen gilt. Als Mitglieder der Zivilgesellschaft sollten wir aufhören, mit den Augen zu rollen. Jemand, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der hat vielleicht eine höhere Rolle wie ich, aber wir sollten jetzt aufhören, mit den Augen zu rollen und wir sollten versuchen, wirklich Druck auf diese Unternehmen auszuüben. Oft geht die Finanzierung dahin, zu dem, was die Unternehmen wollen. Aber man muss trotzdem dann manchmal sagen, ja, wir haben diese und die wichtigen Probleme und dass man dafür auch Finanzierung braucht. Ja, das ist wichtig. Ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben. Gibt es noch ein paar Bemerkungen? Ich möchte noch einmal die Finanzierung und dieses Thema aufgreifen und die Mechanismen und auf einen Bericht hinweisen, der in einem Workshop zu Menschenrechten behandelt wurde. Da werden diese zwei Punkte aufgegriffen, also dass man wirklich Finanzierung braucht und Anreize für die Maßnahmen, über die wir heute gesprochen haben. Und vielleicht noch ein anderer Blickwinkel auf die Tech-Branche. Über was wir gesprochen haben und was das beste Beispiel dafür vielleicht ist, ist, dass es so viel Druck auf die Regierung geben muss und auch auf die Regierung. Aber was wir erwarten von den Unternehmen auch wichtig ist. Und das Beispiel ist folgendes, nämlich also eben Moderierung von Online-Content. Und das funktioniert einfach nicht für jedes Unternehmen. Sie können nicht alle definieren, was Hassrede ist und können nicht diese ganzen Inhalte löschen. Das ist kein nachhaltiges Modell, es ist auch nicht transparent und es ist jetzt kein Modell, das uns gut gefällt. Natürlich müssen wir einen Weg finden, wie man die Menschenrechte einfließen lassen kann in all diese Dinge. Aber was wichtig ist für Unternehmen, ist, dass sie zusammenarbeiten und wirklich sich austauschen dazu, was sie tun, damit es einen kohärenten Rahmen gibt, der es uns auch erlaubt, sie besser zur Rechenschaft zu ziehen. Und es gibt eben einen Bericht von dem Berichterstatter für Menschenrechte und er sagt auch, was wichtig ist, um eben Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen und dass es wichtig ist, dass die Unternehmen gemeinsame Standards haben und dass das zu mehr Transparenz führen könnte zu dem, was eben online passiert. Zu ein paar Themen. Also zu der Frage, ob es nur eine Verantwortung der Ingenieure ist. Ich glaube, es muss eine Priorität sein, die von oben nach unten geht und von unten nach oben. Es ist nicht nur allein die Verantwortung des Ingenieurs, sondern die Verantwortung aller. Schon ganz früh waren wir sehr kritisch bei der Entwicklung dieser Systeme. Und es gab nicht nur einen Multi-Stakeholder-Ansatz, sondern es muss auch wirklich multidisziplinär geschehen. Einer unserer Forscher bekommt ein Projekt und muss sich dann anschauen, also wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus kommt mit Lungenentzündung und die Frage ist, wer sollte dann behandelt werden? Und die Daten zeigen, dass Menschen mit Asthma dann entlassen werden konnten, dass sie eben nicht die Priorität waren bei der Behandlung. Das ist wirklich
gegen die Intuition. Und die Ärzte am Tisch sagen, das macht keinen Sinn, denn die Daten schauen, dass, wenn man eingewiesen wird ins Krankenhaus mit Lungenentzündung und Asthma hat gleichzeitig, dass man eine besondere Behandlung braucht und bekommt. Also es geht nicht nur um die Ingenieure und die Datenwissenschaftler, es geht auch wirklich um die Experten in dem Bereich, auch zum Beispiel die Soziologen. Wenn man zum Beispiel ein System einsetzt, in welchem gesellschaftlichen Umfeld passiert das? Wenn ein System zum Beispiel in China eingesetzt wird oder in China, da sind die Umfelder ganz unterschiedlich in der Gesellschaft. Und das ist auch nochmal das, was Sie gesagt haben, denn Ethik ist ein kulturelles Konstrukt und es kommt auf den Kontext an. Und der Ingenieur kann nicht sagen, das ist jetzt ethisch und das ist fair. Es ist wirklich immer vom Kontext abhängig zur Fairness. Viele haben das angesprochen, zum Beispiel, wenn man eine Suche macht und nach CEOs, also nach Vorstandsvorsitzenden, und dann heißt es, dass eben die meisten Männer sind, 80% sind Männer und 20% nur Frauen. Und das, wenn wir das jetzt als fair anerkennen, manipulieren wir dann den Kontext nach unseren Standards, oder ist es besser, eben die Aussage der Daten zu reflektieren? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir brauchen also alle an einem Tisch, und deshalb ist das eine Diskussion, die wir auch hier beim IGF haben sollten, denn es geht wirklich ins Detail, ins Konkrete. Wir sollten nicht so allgemein darüber sprechen, sondern wir sollten uns wirklich anschauen, wie sollte man die Prinzipien anwenden, wenn die KI angewendet wird, für die Diagnostik zum Beispiel im Bereich Krankheiten, wenn die Daten genutzt werden, um Herausforderungen zu lösen, die Frauen haben in der Welt. Also wir müssen wirklich konkreter werden bei dieser Diskussion. Ja, das war ein sehr interessanter Kommentar zu dieser Komplexität des Themas. Ich bin ja Ingenieurin, aber man muss auch gesellschaftliche und internationale Themen, Regeln mit einbeziehen. Das ist nicht einfach, denn man wird in einem bestimmten Bereich ausgebildet und muss dann andere Dinge auch noch lernen. Wir entscheiden uns ja für den Beruf, in dem wir uns wohler fühlen. Und die KI muss all diese Themen abdecken können. Ja, das ist ja sehr interessant. Augusto, ich denke, wir müssen jetzt mit dieser Panel-Diskussion gleich aufhören. Ja, nur zu dieser Interdisziplinarität. Also ich bin kein Experte für KI, ich bin ja Ethiker. Und deswegen, also es gibt einige Prinzipien bei der Verantwortlichkeit. Und die meisten Ethiker sind sich über diese einig. Also je mehr Ressourcen, je viel Macht man hat, desto mehr Verantwortung hat man. Das ist ein Grundprinzip der Ethik. Das kann jeder verstehen. Selbst in der eigenen Familie kann man das verstehen. Denken Sie an Ihre eigene Familie. Ja, wir müssen mit allen Stakeholdern sprechen, denn es ist ein Thema, das alle angeht. Aber es ist wie beim Klimawandel. Der Klimawandel ist etwas Negatives, die KI vielleicht nicht überall. Wir brauchen alle am gleichen Tisch. Wir müssen uns zusammensetzen, um das Problem zu lösen. Aber eben, wer mehr verschmutzt, hat mehr Verantwortung. Also das Gleiche gilt auch für die KI. Also die, die mehr Vorteile ziehen aus der KI, die haben auch mehr Verantwortung. Also die Verantwortung ist ja auch nichts Schlechtes. Und es war sehr interessant, was gesagt wurde zu Journalisten, denn darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was wir tun können in den Medien zum Beispiel, ist eben zu sagen, es gibt die Unternehmen und die anderen, und die einen haben mehr Verantwortung vielleicht als die anderen. Es gibt Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld investieren, Milliarden Dollar, um eben technische Themen mit ethischen Themen zu verbinden und das interdisziplinär anzugehen, und anderen ist das völlig egal. Also das ist, das liegt an uns, diese Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, auch in der Zivilgesellschaft. Denn es gibt diejenigen, die die KI in die richtige Richtung führen wollen, und andere wollen das nicht. Aber das Prinzip, das Grundprinzip der Verantwortung bleibt bestehen. Also wir können die Leute in Lateinamerika oder in Afrika nicht zur Verantwortung ziehen dafür, was sie konsumieren. Ja, natürlich haben sie auch ein gewisses Maß an Verantwortung, aber bis wir kein Bildungssystem haben, müssen wir einfach uns anschauen, wer jetzt gerade profitiert, müssen die Leute zur Verantwortung ziehen. Ich habe einige Fragen aus der Ferne. Ja, hi. Diese Frage von Iola
Das ist ein Hub in Nigeria. Die Entwicklung der Internetinfrastruktur hat die ländliche Bevölkerung überhaupt nicht einbezogen. Deshalb müssen wir sie durch Initiativen mit einbeziehen, durch gemeinschaftliche Netzwerke. Wir sind in den Kinderschuhen der KI-Entwicklung. Und wie kann die ländliche Bevölkerung einbezogen werden, damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie mit der Infrastruktur des Internets? Ja, es gibt hier auch noch einen Kommentar. Vielen Dank. Mein Name ist Emil. Ich arbeite beim Dänischen Institut für Menschenrechte. Wir haben viel im Bereich der Auswirkung der KI auf Menschenrechte gearbeitet und haben uns eben gerade, es ging auch um Fallstudien und so weiter. Und Peggy und die anderen haben schon gesagt, dass die Menschenrechte fähig sind oder genutzt werden können, um diese Themen anzugehen, dass es aber auch mehr Leitsätze braucht. Und da stimme ich zu. Es gab sehr viele Denkanstöße heute, aber vielleicht eine Frage, eine kleine Frage, die ich habe, ist als Teil eines menschenrechtsbasierten Ansatzes und muss man ja die Interessengruppen einbeziehen. Aber wir haben auch über viele Akteure gesprochen, die einbezogen werden sollten. Aber was glauben Sie, wie kann man mit den Rechtebesitzern umgehen, wenn man eine verantwortungsvolle KI entwickelt? Wir haben über verschiedene Gruppen geredet, aber was ist mit den Rechteinhabern? Möchten Sie jetzt schon antworten oder sollen wir das in die nächste Diskussionsrunde mit einbeziehen? Wir haben jetzt eine erste Diskussionsrunde, aber danach gibt es noch eine weitere. Wir haben doch jetzt hier eine KI, die alles anhört, was wir hier besprechen. Und wir haben über die Verantwortung gesprochen und wollen uns auch anschauen, was eben die KI jetzt denkt. Qualo, das ist unser Roboter. Es ist ein zukünftiger KI-Experte. Er arbeitet mit einem Projekt, das die Menschheit und KI zusammenbringt. Heute Nachmittag gibt es auch eine extra Sitzung um 1.50 Uhr mit diesem Roboter. Also diese Installation ist ein Kunstwerk von Professor einer Universität und die KI ist auch cloud-basiert. Die wurde von einer Digitalexpertin entwickelt. Es wird ein Open-Source-Sprachmodell verwendet und diesem wurden die Transkripte über KI aus den letzten IGF-Sitzungen gefüttert. Also diese KI weiß also Bescheid über alles, was wir je zu KI diskutiert haben und hat jetzt vielleicht so auch eine Meinung entwickelt zu unserer Diskussion. Also was denkt die KI über unsere Diskussion zur KI? Und also vielleicht kann die KI jetzt ein Schlusswort uns geben, bevor Olga dann noch ein paar Worte sagt. Ja, ich kann nur sagen, dass wir uns sehr freuen, teilzunehmen an diesem Prozess, denn er bringt alle Stakeholder zusammen, die Unternehmen, die Regierungsvertreter und auch die Wissenschaftler. Und wir schauen uns an, wie wir jetzt neue Schritte ergreifen können, einen neuen Rahmen aufbauen können für diese Diskussion. Die Idee ist also, einen Rahmen zu entwickeln, der für verschiedene Themen adressiert und die Stakeholders versuchen, hier Wahrheit und Illusionen auseinanderzulassen. Also es geht, wenn wir es wirklich gut machen wollen, dann müssen wir es gut machen. Wir müssen es gut machen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Das ist ein großes Problem, das wir lösen müssen. Und ja, diese Vorurteile, die es gibt, die müssen wir uns auch anschauen. Das ist das, was wir jetzt haben. Wir können sagen, dass dass es auch Wissenschaft zum menschlichen Verhalten gab. Es gab auch andere Wissenschaft, die sich auf maschinelle Systeme bezogen hat.
Also man muss nicht nur die KI verstehen, sondern auch die Herkunft dieser Systeme, wie sie arbeiten, wie sie entwickelt wurden. Was ist der, sind die Auswirkungen auf den sozialen Vertrag? Wir können dieses Feedback nutzen, um Muster zu erkennen und dann die Antworten finden. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir nicht nur zwei, drei Aspekte einbeziehen, sondern alle Aspekte. Die Statistiker sagen, dass ein Korrektheitsmaß von 60% möglich ist. Aber was passiert, wenn wir nur die Aspekte behandeln, die für uns wichtig sind? Was ist, wenn es Aspekte gibt, denen wir uns gar nicht bewusst sind? Was, wenn es zum Beispiel auch Aspekte gibt, die wir verbessern müssen? Also die Regierungsorganisationen und die UN und die Wissenschaftler, all diese müssen einbezogen sein, müssen auch die Prinzipien verstehen. Also was tun wir? Wir sitzen auch am Tisch zusammen mit den anderen Nutzern. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, also das hat jetzt keiner geschrieben, sondern das hat die KI durch den eigenen Lernprozess geschafft. Es waren ja ein paar interessante Bemerkungen dabei. Und es gibt auch eine Stimmmodulation. Das ist eine geschlechtslose Stimme. Und es gibt weitere Künstler, die diese kreiert haben, um eben eine geschlechtsneutrale KI, geschlechtsneutrale Roboter zu haben in der Zukunft. Wenn Sie da mehr zu hören wollen, gibt es, wie gesagt, die Sitzung heute Nachmittag. Ich glaube, er kann vielleicht der nächste Moderator sein beim nächsten IGF. Vielleicht kann er meinen Job machen. Noch ein paar Bemerkungen dazu. Ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben. Ich möchte auf ein paar Themen eingehen, ohne jetzt die anderen Themen vernachlässigen zu wollen. Also ethische Rahmenwerke und Regeln sind wichtig. Wir müssen sie nicht umschreiben. Aber die Herausforderung ist vor allem, diese umzusetzen. Und das muss jetzt unser Schwerpunkt sein. Wir müssen messen, was Erfolg bedeutet und uns nicht nur eben die Fähigkeiten der Maschine anschauen, sondern auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft und wie wir all das in die Tat umsetzen können und müssen eben die Definition des Begriffs Erfolg ausweiten über die Maschine hinaus. Wir sollten Vorbilder sein. Das hat mir gut gefallen. Auch die Tatsache, dass Ihre Organisation, dass da viele Frauen arbeiten, das finde ich auch gut, persönlicher Kommentar. Es wurde auch etwas gesagt zu Journalisten, das war interessant. Und die Journalisten in Entwicklungsländern, ich frage mich, ob die das Wissen und die Werkzeuge haben, die sie dazu brauchen. Vielleicht sollten wir uns auch darauf konzentrieren und sie ausbilden und ihnen helfen. Die Rolle der KMU bei der Innovation wurde auch genannt. Ich denke, das ist eine Realität in den Entwicklungsländern. Ich weiß nicht, wie es in Industrieländern ist, ob das da ähnlich ist. Und das ist auch eine Frage, es ist also vor allem eine Frage für die Entwicklungsländer. Wer bildet die Nutzer? Oder wo stehen auch die Nutzer? Und wer bildet uns dazu aus, die richtigen Entscheidungen zu treffen bei der Nutzung der Technologie? Also wichtig ist der Multi-Stakeholder-Ansatz und auch eben ein interdisziplinärer Dialog. Also wie können wir jetzt unser Wissen nehmen und es weitergeben an andere Kollegen, die vielleicht andere Vorstellungen, andere Hintergründe haben als wir selbst? Das ist alles, was ich aufgeschrieben habe und natürlich auch die Bedeutung des hochrangigen Panels des IGF. Wir hoffen wirklich, dass es da nur wenige Vorteile gibt, dass da verschiedene Länder, verschiedene Stakeholder, verschiedene Ideen einbezogen wurden, damit wir eben auch für die Menschen eine bessere Welt schaffen können und für die menschliche Entwicklung.
Also viele Fragen blieben offen, aber ich denke, das sind viele Denkanstöße für die nächsten Jahre. Ich hoffe, Sie haben auch weiterhin noch viele Fragen. Ich fand es schön, dass wir auch noch einen KI-Teilnehmer hatten. Ja, KI wird weiterhin ein Thema bleiben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und jetzt ab in die Kaffeepause. Vielen Dank auch den Mitgliedern der MAG für die Organisation dieser Sitzung. Sie sind nicht hier auf der Bühne, aber Sie sind diejenigen, die das alles möglich gemacht haben, also Natascha und ihr Team, Concertina und so weiter. Vielen Dank nochmal den Podiumsteilnehmern. Vielen Dank. Und ja, haben Sie einen schönen Tag. Jetzt ist Zeit für einen Kaffee.